Ja, also dann zum Closing heute. Mir schwirrt nicht der Kopf, aber ich habe so viele tolle Sachen heute gesehen, und so viele tolle Netzwerkgelegenheiten von Leuten, die formatives Feedback machen und sich dann gleich nochmal ausgetauscht haben, dass sie es unterschiedlich machen. Also es ist genau das, wofür der Netzwerktag da ist. Und ich glaube, das haben wir auch wieder ganz toll umgesetzt hier. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Man kriegt aus so einem Event doch viel mehr Energie als aus der Zoom-Kachel. Und der Anreihung von Zoom-Meetings hintereinander oder Big Blue Button macht es auch nicht besser. Also das war ein super Tag, um Energie zu tanken, um neue Ideen zu sehen, um Ideen von Studenten zu sehen, um andere Projekte zu sehen. Und ich glaube, wir können uns alle ganz glücklich schätzen, in Frankfurt so eine tolle Community zu haben, mit der wir das feiern können und auch eine Unterstützung von dem Präsidium und von der Universität, die das auch pflegt. Ja? Und also herzliches Dank an euch alle, dass ihr hier wart und schön, dass es war. Und das Ganze steht und fällt natürlich mit fleißigen Mitarbeitern, die das Ganze organisieren. Und jetzt ist der Moment, wo ich Angela und Julia nach vorne bitten möchte, um ihnen ganz offiziell herzlichen Dank auszusprechen. Das ist euer Applaus. Organisiert ihr nächstes Jahr wieder? Ja. An der Antwort kann man feststellen, das ist echt nicht aus der Tasche geschüttelt. Dieser Event fragt echt viele Stunden und noch ein manch oder anderes Video, was am Montagmorgen noch schnell auf die Webseite gefrimmelt werden muss. Ja, wir haben das ganz toll gemacht. Wir haben hier eine super Zeit gehabt. Es lief alles erstklassig, und dafür gibt es natürlich auch noch mal ein kleines Dankeschön. Ich lasse es. Ja, genau. Also, genau. Bevor ihr das mitnehmt, muss das noch mal kurz getrocknet werden. Ich bin ja auch Allergiker. Ich sitze die ganze Zeit vor diesem Blumenstrauß mit den Lilien und das ist echt eine Herausforderung. Also ich habe die Maske vor allem angelassen wegen den Lilien da vorne, weil die mich sonst fertig gemacht hätten. Und David meinte eben gerade, es sind noch Plastikpflanzen. Da hätte ich schon gedacht, oh mein Gott. Also, herzlichen Dank für alle eure Arbeit, euren Einsatz, die weit über die normalen Stunden hinausging. Und jetzt ist das Abendessen geöffnet.